Hallo und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Heute soll es den Ausblick auf die neue Handelswoche geben und wir beginnen mit dem Blick zum DAX-Prognosechart. Nach der ersten starken Abwärtsbewegung durch den GT200 soll der DAX eine technische Gegenbewegung an die harte Widerstandszone bei 12.600 hinlegen, um danach nochmals zur 12.000 zu fallen. Wir haben nun den Test der oberen Widerstandszone in der vergangenen Woche gesehen, gleich zu Beginn, und danach der DAX kollabiert. Runter bis fast zu 11.870 ist das Tief aus August 2017, was auch so 9 Wochen noch sehr, sehr wichtig sein wird. Denn unterhalb wird die Abwärtsbewegung fortgesetzt. Oberhalb hingegen könnten wir eine kleine Übergangswoche erleben mit einer kleinen Erholungsbewegung. Der Start wird somit sehr wichtig. Wir haben noch die Italien-Wahl, die GroKo-Entscheidung ist durch. Und vor allem Donald Trump, der jetzt ziemlich häufig über einen Handelskrieg twittert, ist ein großer, großer Unsicherheitsfaktor. Der Start in neue Woche ist wichtig. Starten wir deutlich oberhalb der 11.870, kann die Woche eine kleine Erholung mit sich bringen. Schauen wir aber erstmal zum großen Chartbild hier im DAX-Monatschart. Hier ist die Hausseite 2019 zu sehen. Jede Kerze stellt einen Monat dar. Wir haben im Fistum immer etwas rein. Wir haben im vergangenen Monat, wir hatten hier die Monatskerze Februar und hier ist nun die Kerze für März. Wie ihr wunderbar sehen könnt, vor einer Woche hatte ich euch das schon erklärt, wo der Start wichtig ist. Wir haben ja sind direkt gestartet unterhalb des 12.050. Somit wurde dieses Retracement, das 23.6. Retracement zum Widerstand und ein Rücklauf Richtung mittleres Bollinger Band, was aktuell bis 12.035 verläuft, war sehr wahrscheinlich, gefolgt vom 38.2. Retracement und den 2009er Aufwärtstrend des 11.500 bis 11.750 kann man diese Zone einsortieren. Im Idealfall stabilisiert sich der DAX schon an der 12.035 auf Monatssicht. Aber wir müssen dort ganz klar auch mit Rücksätzen an diese Zone rechnen. 11.750 auf Monatssicht. Das nächste Retracement würde erst bei 11.170 liegen. Das wäre das 50er Retracement. Und dann wäre auch der Aufwärtstrend von 2009 verletzt. Wichtig ist dieser Trend jedoch erst auf Wochen- und Monatsschlussbasis. Da muss die Bestätigung kommen. Einmal kurz runterrutschen. Das reicht noch nicht aus. Das muss auf größere Zeitebene stattfinden. Wie gesagt, der Start hier unter dem Retracement ist erstmal ein Hinweis, dass wir unter Schwäche leiden werden. Falls wir auf Monatsschluss wieder über die 12.500 laufen, könnte sich das Bild etwas auffällen. Vorerst zeigt dieser Start in den neuen Monat Schwäche an, mittlerer Bollinger, 38.2 Retracement und Aufwärtstrend. Diese Zone, mit der müssen wir jetzt erstmal anfreunden. In der neuen Woche werden wir schauen, ob wir vielleicht hier uns schon stabilisieren können in dieser Zone. Auf alle Fälle bleibt das Bild angeknackst in den Monatschart. Wir schauen erstmal hinein, zoom hinein in den DAX-Wochenchart, wo man unsere Wochenkerze wunderbar sehen kann. Obere Widerstandszone bis zum Support sind wir gelaufen in einer Wochenkerze. Wir müssen uns stabilisieren. Dann könnte man hier, ein Bogen, zweiter Bogen, vielleicht auch noch eine SKS ausbilden. Es wird aber heißen, wir stabilisieren uns in der nächsten Woche. Wir bräuchten eine Inside-Week, also quasi, dass die Kerze innerhalb der Vorwochenkerze verläuft. Im besten Fall von 950 bis 12.300 wäre eine wunderbare Zone für eine Stabilisierung. Wehe, wenn wir niedriger starten. Ja, wenn wir schon an der 870 irgendwo starten, dann müssen wir einfach einen weiteren Rutsch klar einplanen. Da geht die 100, das SMA 100 verläuft im Wochenstart bei 11.670. Der GT 200 verläuft knapp oberhalb der 11.000. Und dann natürlich der große übergeordnete Aufwärtstrend. Diese Zone ist erstmal wichtig aus dem August-Tief 2017. Kann diese halten, haben wir eine kleine Erholungswoche mit einer kleinen Kerze hier drin. Es werden keine großen bullischen Ausbrüche oder sonst was entstehen. Es geht für die nächsten Wochen nur um Stabilisierung und nicht, dass man nicht noch weiter abrutscht. Die Stabilisierung wäre wunderbar, ein Inside-Weg hier drin, diese Kerze, der Kerzenkörper für die kommende Woche. Fallen wir hier runter, müssen wir mit dieser Bewegung hier rechnen. Geht die 100, kann vielleicht schon etwas halten. Ich hätte ein bisschen Zweifel, dann beruft wahrscheinlich auch der Trend, der Aufwärtstrend um 11.500. 11.870, wichtig, deutlich zu erkennen. Die Dynamik muss raus, ansonsten fällt diese Zone, ist eben auch, wie ihr richtig sehen könnt, hier hat man eine linke Schulter, die rechte Schulter hin, ist eine große Erholungsbewegung möglich. Dieser Hochpunkt lag hier bei
Gut 950. 11.870 bis 12.950 wird eine rechte Schulter ausgebildet werden. Ne? Diesen Platz hätte sie. Also wenn die 11.870 hält, dann könnte hier eine große 1000 Punkte umfassende Erholung anstehen in den nächsten Wochen. Ne? Die braucht Zeit, das sind alles einzelne Wochen hier. Diese Bewegung würde viel Zeit benötigen. Nächste Woche geht es nur um Stabilisierung. Falls wir runterfallen, geht es noch eine Etage tiefer. Wir zoomen weiter in den DAX Tagesschart, wo der Abpraller hier auch in der Widerstandszone ebenso sehr gut zu erkennen ist. Direkt runter bis zu dem Tief aus Februar und vom erwähnten August 2017. Im Future konnten wir uns schon wieder etwas absetzen am Freitag, aber das ist alles noch sehr wenig. Vor allem gibt es viele Unsicherheitsfaktoren am Wochenende, sodass das absolut noch keine Entwarnung darstellt hier. Im Idealfall starten wir gleich oberhalb der 950, 11.950 und könnten dann eine kleine Erholungsbewegung hinlegen. Als ersten Morgen wären die 150, bei 143 hätten wir noch ein Gap im Xetra-DAX und dann hier knapp das Retracement bei 12.300. Das mittlere Bollinger Band wird auch in diese Zone laufen, sodass hier schon eine harte Widerstandszone entsteht. Man muss in dieser Woche nicht drüber hinauskommen. Selbst wenn wir jetzt positiv starten, ne, die unten nicht durchrutschen, das ist A und O, dass wir nicht runterrutschen, werden wir wahrscheinlich keine großen bullischen Bewegungen sehen. Auf 12.300 könnte das Maß aller Dinge sein. Es geht nur um Stabilisierung vorerst. Und die 12.500 wäre dann die nächste Marke, knapp darüber. Aber auch im Monatschart hatte ich euch ja gezeigt, das große Retracement im Monatschart. Wir sind drunter gestartet. Das ist erstmal auf Monatssicht ein harter Widerstand. Oberhalb des 12.500 werden wir vorerst nicht steigen. Also Start wichtig, am besten schon oberhalb des 11.950, dann kann eine Erholungsbewegung einsetzen. Unterhalb der 870 geht es hier eine Etage tiefer. Wir hätten auch noch den Xetra DAX, wo wir relativ niedrig gestartet sind. Wir haben hier noch ein Gap geschlagen, wie eben erwähnt, bei 12.143. Auch gut zu erkennen, diese Abwärtsbewegung hier vom hohen Volumen begleitet. Die Aufwärtsbewegung, abnehmendes hohen Volumen, ich habe jetzt das zu jedem Wochenausblick gezeigt, das ist eine sehr dünne Bewegung, die wird in sich zusammenfallen, sobald wir am harten Widerstand angelaufen sind. Wir haben es gerade so geschafft, angetippt den Widerstand, sind in sie und zusammengefallen und das Volumen zieht wieder an. Ne? Das ist eine Warnung, das ist eine Warnung, Warnung, Warnung. Das wird hier unten ganz eng. Hier war es letztendlich ganz ähnlich im August. Sind auch mit Gap gestartet, leicht wieder hochgekauft und dann konnten wir es wieder fangen. Kann es diesmal gelingen? Damals war das Volumen. Ja, allgemein relativ schwaches Volumen, hat noch nicht so stark Bewegung. GT200 war noch ganz kurz gerissen. Hier sind wir schon deutlich drunter. Hier ist alles bärischer angehaucht in diesem Bereich. Alles bärischer angehaucht. Aber es kann auch ein ähnliches Bild geben wie im August 2017. Dann könnten wir deutlich hochgekauft werden, um später nach 4 Wochen dann auch mal Richtung 12.950 für die rechte Schulter. Diese Bewegung hätte viel, viel, viel Zeit. Ne? Die könnte sogar bis in den April, Mai hineinlaufen, wenn es so wird. Nächste Woche. Diese Zone wichtig, 870, 11.870 muss verteidigt werden. Oberhalb Chancen auf eine Stabilisierung über die 12.150, 12.300. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Schwacher Start und wir laufen Richtung 11.750, 11.500. Im Trading-Chat auf tradingportal.net seid natürlich herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Morgen früh live geht es wieder los. Ihr werdet aktuell informiert über jede Änderung und über jedes neue Signal. Ich würde mich freuen, wenn er zahlreich erscheint und dann schauen wir, wie der Wochenstart gelingen kann, welcher sehr, sehr wichtig wird. Und es gibt sehr viele wichtige Termine in dieser Woche. Der US-Arbeitsmarktbericht, die EZB-Ratssitzung, QE, wie geht es weiter mit dem Programm? Hinweis auf ein Ende wäre natürlich ebenso schlimm. Und dann natürlich Donald Trump, der viel zu viel twittert. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen früh im Trading Chat auf tradingportal.net. Dankeschön und ciao.